Hallo Leute und damit zurück zu The Forest. Schön, dass ihr wieder reinlohnst. Wir haben den Turm fertig gebaut, haben beim letzten Mal auch eine kleine. Guckt mal, wie cool der da den Stein hoch ist. Die lauern hier. Wir haben den Turm fertig gebaut und auch eine kleine Tour gemacht. Mal so einen kleinen Testflug, würde man sagen. Und ich habe überlegt, was wir nun als erstes machen. Und ich habe da ja noch so hier Vögel. Haut ihr mal ab. Weil ich. Ja gut, ihr werdet jetzt wahrscheinlich gleich zu Fleisch, ne? Zack, das ist schon der erste. Ich hatte ja noch so eine kleine Idee, was ich gerne machen will. Ich will ja auch noch nie raus aus dem Spiel. Wir könnten jetzt natürlich schon das Ende irgendwie auf eine gewisse Art einläuten. Aber, ganz ehrlich, so weit bin ich irgendwie noch nie. Ich hab noch Bock. Und ich hoffe ihr auch. Und deswegen habe ich noch so eine kleine Idee, was wir machen können. Ich würde mir natürlich aber erstmal jetzt, wo ich endlich diese Beine nicht mehr essen muss. Guck mal, wir sind auch schon wieder bei 9%, weil ich geschlafen habe und mich wieder gesund ernährt habe, vor allen Dingen. Kopfbombe haben wir auch noch am Start. Habe ich auch immer noch nie verwendet, das Ding. Zack, wer hast denn jetzt? Okay, da kannst du noch ein bisschen. Einer fehlt noch. Den Rest kannst du auch noch einsammeln. Okay, das waren echt super viele Leute. Okay, guck mal hier, Hase, kannst du mitnehmen jetzt? Moin, Alter, was geht? Entschuldigung, ich müsste noch mal kurz was freezen. Und dann bin ich auch bereit für Sie. Sie können gerne mitkommen. Sie mögen. Folgendes. Folgende Idee. Und zwar da hinten will ich den natürlich nicht direkt hier hinbauen. Da unten laufen sie auch. Lass mich mal da hinten zu dem Hügel. Ich will mit euch darüber auf den Inselabschnitt, genau gerade vor uns, über den Fluss herüber. Und ich habe mir überlegt, jetzt natürlich nicht direkt hier bei dem Turm, damit er nicht so zugebaut ist, würde ich mir hier mal gucken, ob der Kollege uns lässt oder ob der uns sofort angreift. Plattform hätte ich gerne. Moin. Und zwar würde ich mir mal den Boy hier hinsetzen. Beziehungsweise kannst du den nochmal, wartet mal Leute, wir müssen nochmal ganz kurz wegbauen. Ich muss den ein bisschen so eher, genau. So. Den würden wir mal fertig bauen. Sie können gerne mitkommen. Ich hätte da noch so ein bisschen ein paar Hölzer zu schleppen, wenn Sie mögen. Ich habe auch extra zwei Wegen gebaut. Dann können Sie tatkräftig mit anpacken. Lieber Herr 1000 Häuptling, 1000 Abendhäuptling. Diesen Turm bauen wir fertig und dann würde ich mir da in eine Seilrutsche hinbauen. Und mit euch via Seilrutsche auf den anderen Inselabschnitt rüber rutschen. So die Idee. Müssen wir natürlich wieder ein bisschen bauen jetzt. 27 Hölzer brauchen wir. Und ich würde sagen, wir hacken rein. Der hat mich ja jetzt richtig gut in Ruhe gelassen. Vielleicht hat er sich nicht getraut, weil er nur alleine war.
nicht, wo denn seine Anhänger sind. Bams. So, rein mit dir. Ich hab euch schon gesehen, Leute. Ich kann mir jetzt mal wieder hier einen kleinen Mix reinballern. Guten Abend, guten Tag. Guten Abend ist auch gut. Okay, bisher lunzen sie nur. Ich weiß nicht, warum die heute so nett sind. Kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich wette aber, dass der mit der Taschenlampe jetzt gleich rein wird. Oder er greift mich an. Kannibalen kommen auch noch. Die Dreckchen. Ist ja eine richtig nette Gruppe hier. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich würde sagen, das sind relativ viele. Wir müssen fighten, Leute. Da hilft nichts mehr mit. Völlig vorbei. Geil, die kloppen sich wieder. Hallöchen. Geil, da war es wieder. Die Rolle. Die ist halt richtig geil. Schau. Und da schreit er, wie ich es angekündigt habe. So. Und sie haben jetzt zugeguckt, oder wie? Mann. Selbst nach der 50. Folge macht es mir immer noch Spaß, die Ureinwohner zu beobachten. Okay, spätestens das müsste die jetzt aber richtig aggro machen. Baumfeld! Bitte gehen Sie aus dem Weg. Bams. Okay, wo ist der Wagen, Leute? Da hinten. Mal gemütlich ein paar Blaubeeren gefriesen. Okay, er knurrt irgendwie nur. Achso, du bist schon voll hier. So, ich hoffe, das ist jetzt nie wieder der Buggywagen. Wirklich so albern. Okay, wo habe ich den Turm hingestellt? Dahinter, ne? Leider wird er immer erst zu spät ins Bild geladen. Was ein bisschen schade ist. La 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 la. Mein Gott, sind die aufdringlich. Ich glaube, jetzt ist er abgehauen. Der Häuptling rennt da hinten. Ich bilde mir manchmal ein, dass das Spiel schon bedacht hat, dass das unterschiedlichste Gruppen sind. Und deswegen, je nachdem, wo man sich befindet, die auch nie sofort aggro ziehen, weil die uns vielleicht auch nie kennen oder so. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber irgendwie wirkt es manchmal so. Aha.
So, wer da? Ein Keulmann. So, wie ist denn das, wenn ich jetzt hier mal das Totem weghau? Was sagst du dazu? Findest du das? Okay, jetzt hat er irgendwas durch die Gegend gehämmert. Okay, haut ab. Okay, damit habe ich noch gar nicht gerechnet. Das ist auch klar, ne? So, wir machen uns mal ein Feuer an. Denn das Geile ist, wir können ja jetzt auch wieder pennen, Leute. Ist ja wieder alles ganz normal hier. Und jetzt trudeln die ganzen Gruppen hier ein. Das finde ich echt super, Leute. Ja, dann bauen wir uns so eine kleine Seilrutsche, die auch mal ein bisschen länger noch ist als die bei mir zu Hause an der Base. Wobei ich mittlerweile gar nicht mehr, jetzt durch die verschiedenen Baustrukturen, mich gar nicht mehr nur an einem Ort zu Hause fühle. Irgendwie ist jetzt alles mein Zuhause. Eigentlich, oder noch anders gesagt, die ganze Insel ist mittlerweile mein Zuhause. So würde ich sagen. Wenn ich seit Beginn der ersten Stunde mit dem Pedometer die Schritte mitgezählt hätte und die hätte zusammengerechnet, ich glaube, dann bin ich auf dieser Insel mehr unterwegs gewesen als in meinem Privatleben oder meiner eigenen Heimatstadt. So fühlt es sich zumindest an. So, gefräsen, getrunken, noch ein Riegel hinterher, geilo. So. Den Wagen habe ich irgendwo dahingestellt. Sehr schön. Die Bäume kommen auch wieder. Aber keinen Mutanten mehr gefühlt seit 20 Folgen, oder? Da ist wirklich gar nichts mehr los. Ich warte wirklich ja auch die ganze Zeit noch auf einen ganz bestimmten Mutanten, von dem ich ein paar Folgen schon erzählt habe. Hier. Den habe ich aber nicht getötet, oder? Kann mich gar nicht dran erinnern. Wie steht dort mit seinem nackten Arsch jetzt? Herrlich. Ist auch noch eine Keule? Mal von hier sieht man jetzt den Turm wieder. Und vor uns, wo ich mit dem Wagen drauf zugefahren bin, da hat er wieder so ewig gebraucht, um aufzubloppen. Ganz komisch irgendwie. Oder lag's klar? Ich habe den nie gesehen, weil der natürlich noch in dieser weißen Struktur war, ne? Und noch gar keine Hölzer dran. Das wird's wahrscheinlich sein. Der andere Wagen ist wo? Da hinten, glaube ich. Dann würde ich mal ganz kurz holen. Komm her, Alter. Hier müsste doch aber noch was rumliegen, oder? Wie schaut's aus? Nö, anscheinend nie. Okay. Geil, wie die immer vorbeilunzen. Wollte ich denn ja eigentlich auch mal diese Kopfbomber benutzen, Leute? Was meinten ihr? Wäre jetzt da jetzt nicht mal so ein toller Zeitpunkt dafür? Hier ist jetzt natürlich jetzt nicht so ein geiler Platz. Aber vielleicht hier so? Wie ist denn das? Kann ich die noch mit
Baumharz kombinieren? Nee. Aber eigentlich kann man Baumharz noch ranheften, damit die so ein bisschen klebt, die Bombe. Und. Okay. Nee, du hast die jetzt nie hingeschmissen. Ich wollte gerade sagen. Die kann man irgendwie nie droppen. Alter. Okay, ich bin das gewohnt. Okay, du hast halt fast gar nichts erwischt, Alter. Ich bin das gewohnt, dass man die mit G hinschmeißen kann, das Dynamit und so. Ist jetzt fast schief gegangen, die Nummer. Oh Gott. Gleich sind die wieder am Start, ey. Ich glaube, da braucht man einen Rachen tragen, oder? So einen fiesen, so einen kratzigen Hals irgendwie. Gott, ey, wirklich diese Gespräche, ey, einfach nur geil. Aber der wird mich nie in Ruhe lassen. Die Kannibalen sind immer aggressiver als die Ureinwohner. Wir gucken mal. Ich spüre schon den Schlag hinten im Nacken. Bei dir ist eine Feder, Alter. Du kannst sie gerne einsammeln. Okay, hau dir mal was rein. Sehr schön. Nehme ich auch wieder ein bisschen Energie, ja? Guck mal, der macht ein Wettrennen mit mir. Oh, es ist der Buggywagen. Oh Mann. Und genau in dem Moment haut er natürlich ab. Wenn ich da meinen coolen Sprungmove mache. Ich bin mir sicher, der wäre nachhaltig wieder ziemlich beeindruckt gewesen von mir. Und spätestens dann wäre der Ohr abgehauen, Leute. 100 Pro. So. Einmal bitte. Achso, du hast ja hier noch einen Wagen. Der ist ja richtig geil geparkt, den Junge. So. Okay, der Turm ist schon fertig, Leute. Geht ja auch relativ zügig. Okay, park das mal hier so. Ja, cool. Dann müssen wir mal hier so ein Kletterseil anbringen. Und dann wird es ein bisschen tricky, die Nummer. Aber wir werden das irgendwie hinkriegen. Ich hoffe, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie die Grenze ist. Nee, warte mal. Ich gehe nur mal ganz kurz an der Base vorbei.
frech das auch von mir ist, ne? Im Vergleich zu den ihren Hütten hier so einen Turm hinzuballern, das ist natürlich schon. Kann ich schon mittlerweile nachvollziehen, dass die da ein bisschen sauer sind. Siehst mich nie, ich bin weg. Moin. So. Hallöchen. Alter, jetzt geht's ab hier. Okay, das ist tricky. Aber der tricky Teil kommt ja noch, Leute. Deswegen habe ich natürlich auch nochmal in alter Manier abgespeichert. Und zwar müssen wir jetzt hier. Wo ist denn das gute Stück? Und so eine Seilrutsche draufballern. Da ist er. Dreh die mal so ein bisschen ein, das gute Ding. Ja. Vielleicht so ein bisschen schräg noch. Perfekt. Und jetzt müssen wir einmalig in der Hoffnung, wir sterben jetzt nie hier runterspringen. Das wird ist natürlich übel. Und das habe ich natürlich nie bedacht. Oh, fuck. Aber ich habe ja Rüstung an. Das habe ich ja wieder vergessen. Und wir machen den Flitzer, Leute. Ich kann nur leider jetzt nie ins Menü gehen und mich heilen. Deswegen müssen wir jetzt mal durchsprinten hier, wie die Könige. Und wir gucken mal, wie weit die Seilrutsche geht. Ich glaube, es gibt auch eine Grenze von dem Ding. Oh Gott, ich höre es trampeln. Natürlich sind da jetzt die Mutanten. Ist doch völlig klar. Die muss ich aber leider jetzt erstmal lassen, obwohl ich da auch eine blaue Würtschi gesehen habe. So. Okay, wir können die hier hinbauen, Leute. Da hinten ist der Turm. Hier soll sie hin. Beziehungsweise gucken wir nochmal kurz, ob wir es sogar noch hier auf die Anhöhe schaffen. Das wäre natürlich richtig Sahne. Kommst du hier hoch, Alter? Reicht es sogar noch bis hierher? Oder ist das schon so viel des Guten? Ja, der Blueprint ist rot, Leute. Gucken wir mal, vielleicht die Ecke. Doch, die Ecke würde sogar gehen, Leute. So, wo ist der Turm? Sehen wir den jetzt noch? Ich sehe gar nichts gerade. Weil es auch so neblig ist. Guck mal, hier so. Bams. Und hingebaut. Ja. Sehr geil. Wir haben gar keine Seile. Stimmt, die haben ja wahrscheinlich alle für den Kleider verwendet, ne? Okay, dann steht das gute Teil hier. Richtig gut. Und dann können wir von da oben, können wir dann hier runter sausen. Natürlich auch geil. Ich höre es natürlich trammeln, Leute. Und hier sind wir jetzt an dem Platz, von dem ich schon die ganze Zeit erzählt habe, wo ich gerne hinbauen würde. Das wird hier nochmal interessant. Und zwar bleiben wir auch direkt hier so ein bisschen an dem Rand. Und werden dann nochmal so ein kleines Experiment starten. Ich würde aber vorschlagen, wir machen das zusammen in der nächsten Folge, bauen die Seilrutsche fertig. Ich baue mir noch so ein kleines Shelter auf. Und dann gucken wir uns mal an, was ich hier vorhabe, Leute. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Reinlunzen. Und bis zur nächsten Folge The Forest. Macht's gut, Leute. Tschüss.